Es steckt übrigens System dahinter, hinter diesem ja vermeintlichen Durchmarsch von Christian Wulff. Es ist ein ganz eigenes System, ein System Wulff. Wie bringt man jemanden an die Spitze? Wie wird aus einem Jungpolitiker ein Politstar? Dafür steht dieser Mann, das ist Olaf Gläsecker, Wulffs rechte Hand. Er ist sozusagen der Wulff-Macher. Wenn Wulff auf irgendeinem Titelblatt auftaucht, dann hat Olaf Gläsecker garantiert die Strippen gezogen. Doch wie funktioniert sowas eigentlich? Wie lenkt man eine Medienmaschine? Angelika Henkel. Was für eine Szene. Inzwischen beherrscht Christian Wulff das Spiel mit den Fotografen. Das Interesse ist so groß wie nie, bundesweit, der Höhepunkt einer Politikkarriere. Also wenn Sie mit dem Bus das Programm weiter abwickeln, ich bleib hier. Alles gut, alles gut. Sie können sich auf mich verlassen. Und im Bus voller Journalisten, mittendrin, ganz unauffällig links am Fenster, sitzt derjenige, der Wulff zu dem gemacht hat, was er ist, Olaf Gläsecker. Quasi unbemerkt, denn die Öffentlichkeit blickte nur auf Christian Wulff, den Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Wir leben halt sehr viel zusammen, die letzten gut 10 Jahre. Und da ist sehr viel an Übereinstimmung, ohne dass man sich über bestimmte Dinge unterhalten muss. Man schätzt sie ähnlich gleich ein. Und es ist natürlich für mich ein Glücksfall, dass Olaf Gläsecker unter Journalisten sehr geschätzt wird, weil er die Wahrheit sagt oder mal gar nichts sagt. Und das ist das Wichtigste für einen Pressesprecher, dass er verlässlich ist, berechenbar ist. Und dadurch passt er ja auch gut zu mir. Wo Wulff mit Reportern spricht, ist Gläsecker nicht weit. Wulff bringt das Gespür für die Politik, Olaf Gläsecker das für die Medien. Immer in der zweiten Reihe kontrolliert er die Worte, zieht die Fäden. Er ist derjenige, der die Politfigur Wulff aufbaute. Er ist der Wulffmacher. Diese drei Beobachter haben Wulff und sein System über Jahre begleitet. Zwei Journalisten und der ehemalige Wahlkampfmanager. Als ich Wulff 1998 das erste Mal erlebt habe, hatte er 2 Wahlen gegen Gerhard Schröder verloren. Er war wirklich so etwas wie eine unscheinbare, eher graue Erscheinung damals. 1999 kam dann Olaf Gläsecker und damit begann wirklich die große Verwandlung des Christian Wulff, die besonders deutlich zu spüren war in seinem Umgang mit Medien. Die Wandlung vom blassen, misstrauischen Jungpolitiker, hier 1996, zum Typus präsidialer Landesvater heute. Das ist auch Handwerk, kommunikationspolitisches Handwerk. Sie haben Netzwerke gebildet, sie haben Kontakte aufgebaut. Gläsecker hat ganz viel in Hintergrundgesprächen dafür gesorgt, dass die Journalisten ein anderes Bild, ein freundlicheres Bild von Wulff bekommen haben. 2006. Eine Trennung, eine neue Liebe, ein katholischer Konservativer. Das Krisenmanagement funktioniert, die Schlagzeilen positiv. Journalisten wurden gezielt vorbereitet, die Veröffentlichung präzise gesetzt in den Fußballtaumel. In dieser Frage hat Olaf Gläsecker es sehr genau verstanden, dass den menschlichen Aspekt hervorzuheben und auch durch seine hervorragenden menschlichen Kontakte zu seinen Journalistenkollegen durchaus eben den Fokus auf die menschlichen Hintergründe zu legen und weniger auf die politische Dimension, die es dann ja auch gar nicht bekommen hat. Gemeinsam sorgen Wulff und Gläsecker für das Marketing, für die Außendarstellung und gezielt gesetzte Botschaften. Trotzdem, ich würde das lieber nicht haben. Es ist ein ziemlicher Schussel. Für die politischen Sachthemen sind andere Köpfe verantwortlich, die sich so manches Mal mehr Unterstützung gewünscht hätten, heißt es hinter den Kulissen hier im Regierungssitz. Vor allem in der zweiten Legislaturperiode ging es wohl mehr um eine mediale Strategie. Es ging um die Vermarktung. Es ging um Christian Wulff. Auch um seine politischen, um seine bundespolitischen Ambitionen und solche Sachen, aber weniger um die Sache. Er hat nicht wirklich eine große politische, inhaltliche Botschaft, die er umsetzen wollte. Er wollte mitspielen, er wollte dabei sein, er wollte in der Bundespolitik Gewicht haben. Darum ging es. Also ging es mehr darum, Wulff auf der Bühne der Bundespolitik, auf der Berliner Bühne präsent zu machen. Und dabei hat Gläsecker mit Kräften geholfen. Ich glaube, dass Gläsecker eine starke Sensorik dafür hat, wie Menschen ticken. Und dass er auch in der Bundespolitik immer wieder Leute gefunden hat, die sich für den Menschen Christian Wulff interessieren. Der Ministerpräsident Christian Wulff im Rampenlicht. Sein gut vernetzter Medienberater Olaf Gläsecker im Hintergrund. Und die Medien. Das ist ein über 11 Jahre gewachsenes System. Herr Gläsecker,
Könnten Sie ein Stück für mich zur Seite, danke. Der ist immer mit drauf bei mir, ohne den. Das ist mein Faktotum. Mein Faktotum, also engster Vertrauter, die rechte Hand. Ein wichtiger, nur selten wahrgenommener Teil der Geschichte rund um die Ära Wulff in Niedersachsen. Ja, und typisch fürs System ist eben auch, ob Olaf Glesecker jetzt als Präsidentenmacher mit nach Berlin geht oder nicht. Keiner weiß es. Gibt's für Wulff denn berufliche Alternativen zur Politik? Keine Antwort darauf übrigens von Zehnkämpfer Hingsen. Er ward gestern Abend auf dem Fest in Berlin nicht mehr von der Kamera gesichtet. Dafür? Dieser Mann, Herr Schönfeld aus der Grafschaft Bentheim. Herr Schönfeld hat mit Herrn Wulff Abitur gemacht, damals 1980. Herr Schönfeld hat verraten, was nicht verwundert. Der junge Wulff war kein übermütiger Schüler, keiner der Lauten. Aber gleich so leise, dass Herrn Schönfelds beruflicher Alternativvorschlag so lautet. So eine schöne Position, irgendwo als Pförtner oder so irgendwo im Eingangsbereich, wo man die Leute begrüßen kann und ihnen weiterhelfen kann. Das ist doch bestimmt eine schöne Sache. Profibegrüßer? Da sieht er Berlin-Chef Hunold Wulffs Qualitäten aber nicht. Wulff, der kostenlos bessere Tickets für den Familienurlaub erhielt und das später öffentlich bereute? Wulff am Ticketschalter? Oder Upgrade-Beauftragter? Also wir lassen das mal sein, diese Diskussion. Ja, ich glaube, das ist eindeutig geklärt. Glatte Jobabsage. Aber es gibt ihn. Den Geheimdienstkoordinator der Kanzlerin. Wenn's schief geht für Wulff, kann der ehemals oberste Verfassungsschützer Niedersachsens was vermitteln. Wenn man Chancen hat als Bundespräsident, dann kann man erst recht Agent werden. Aber so undercover ist nicht mehr drin, oder? So bekannt wie er ist? Wir haben Möglichkeiten, dieses Undercover einfach herzustellen. Gucken Sie sich einfach meine Ray-Ban-Brille an oder andere Dinge. Das kriegt man einfach hin. Manches kriegt man nur unter erschwerten Bedingungen weg. Und ganz ehrlich, Bettina Wulffs Tattoo war gestern auf der Party in manchen Kreisen wichtigeres Thema als die bevorstehende Bundespräsidentenwahl. Die Frage, ob Wulff morgen reihenweise Wahlgänge verliert, wie Zehnkämpfer Hingsen Fehlstarts hingelegt hat, scheint ja eher geklärt zu sein. Absolut nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, ich gehe nicht davon aus. Nein. Also ich glaube nicht. Ich bin zuversichtlich. Das glaubt wohl keiner. Ja, das war eben VW-Chef Winterkorn mit seiner prominenten Meinung.